Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Du kannst nicht drei sagen und dann direkt draufklicken, das macht keinen Sinn. Okay. Hallöchen. Ich weiß nicht, ob man meine Hand überhaupt sieht. Ja, den sieht man. Ich sehe wunderschön aus. Wir machen ein weiteres Duell gegen Mutsukotsu, oder wie der hieß nochmal? Kuro. Kuro, okay. Ja, warum, dass ich das nicht wusste. Achso, das ist geil an dir. Hi. Wir machen jetzt Kopfvorzahl. Ja. Ich spiele mit meinem Winddeck. Und ich mit einem Cyberdrachendeck. Ich habe letztens das Video vorgestellt, auch mit dieses Deck-Profile-Video wegen meinem Drachendeck. Das hat sich komplett aufgelöst, das ist also nicht mehr aktuell. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt hochgeladen habe, weil es ja sowieso nicht mehr da ist, also von daher bringt mir das eh nicht viel. Nur damit du Bescheid bist. Okay, du, ich nehme, Zahl. Check this out, bitch. Ich habe ein Smiley gemacht. So. Oh Gott. Ja. Five. Oh, das ist gut. Hallo. Okay. Ich ziehe eine Karte. Rufe Wächter Eratos als Spezialbeschwörung, da ich noch keine Monster auf dem Friedhof liegen habe. Windbildnis ist Normalbeschwörung und eine Karte verdeckt. Ich ziehe. Five. Er zieht. Ich lege zwei Karten verdeckt ab und beende den Zug. Dann aktiviere ich. Nein, das mache ich nicht. Jetzt eine Karte. Es ist voll die Verschwendung, wenn ich dieses mache, aber ich habe nichts Besseres. Ich spiele Falkos, der geflügelte Gelehrte, in ATK und greife mit ihm auch direkt an. Mhm. Dann greife ich mit dem Windbildnis an. Mhm. Das sind 2, 3, 5. Und dann nochmal mit Wächter Eratos. Hallo. Okay, das heißt, wie viel? 3, 5 plus 2, 5 ergibt 6. Danke. Bitte. Bin ich dran? Ja. Ich ziehe. Wollen wir nochmal neu starten? Okay, das war jetzt ein bisschen lame. Ich ziehe meine Karte, ja, von mir aus. Okay, das war, sagen wir mal, Runde 1. Er hat halt nichts Vernünftiges auf der Hand und ich hätte ihn jetzt so gesmashed gerade. Also, es ist schon vorbei und es ist ein bisschen lame. Vor allen Dingen, es wäre es siebte Zug. wieder da. Micky, wir wollen nachher Monopoly auf dem Master mit. Bin ich dabei? Also, das heißt nicht Shiro, ja? Shiro! Ach, stimmt, wir nehmen ja noch auf. Auf YouTube heißt sie Shiro. Das heißt, ich muss den Namen auspiepsen. Vielen Dank. Vollidiot! Wieso? Du machst jetzt einfach. Du scheinst das von vorbei einfach weg. Lässt das von gleich weg? Nein, ich lass das mit drin. Das ist ein haarstreiner Sieg von mir gewesen und den nehme ich mir nicht weg, Leute. Das könnt ihr vergessen. Levi. Ja, das ist klar. Levi. Wo ist das Autogramm? Originalunterschrift? Ja, siehst du. So, ich habe wieder ein Smiley. Dann nehme ich jetzt mal Kopf. Ich habe eine vierfingerige Hand. Also, du nimmst Kopf. Oh, Kippe! Bei der Münze. Kippe! Okay, dann eben so. Verdammt. Er fängt an. Smiley kommt wieder weg. Okay. Weißt du, kennst das Gefühl? Fängst du mal an. Weißt du, kennst das Gefühl, wenn du halt mischt und du fast die gleichen Karten wieder ziehst? Ja, deswegen fängst doch du wieder an. Es ist so unnötig. Ich weiß. Nebelteilfalk im Manus-Modus. Mhm. Zwei Karten verdeckt. Und ich beende meinen Zug. Okay, dann ziehe ich. Spiele meinen Cyberdrachen als Spezialbeschwörung. Ich spiele Cybermark als Normalbeschwörung, kann seinen Effekt aktivieren, um eine Küber- oder Cyber-Zauber- oder Fallenkarte von meinem Deck in die Hand zu holen. Und ich nehme, wenn ich sie finde, Cybernetzwerk.
Dann spiele ich meinen Evolutionsausbruch, wähle diesen Cyberdrachen und zerstöre die verdeckte Karte. Dann lege ich eine Karte verdeckt ab und beende meinen Zug. Okay, natürlich aufs Maul fliegen, deswegen lasse ich es erstmal. Ich ziehe eine Karte. Das ist gut. Ich decke mein Cybernetzwerk auf. Kann jetzt einmal pro Zug ein Nicht-Maschinen-Monster von meinem Deck aus dem Spiel entfernen. Nach 3 Zügen wird die Karte zerstört und ich bekomme so viele Nicht-Maschinen. Doppelzyklon als Blitzzauberkarte dran. Entferne die hier und zerstöre deine. Die kannst du zurückholen. Dann rufe ich noch Jägereule. Der Effekt, diese Karte erhält 5 ATK für jedes Windmonster, das du kontrollierst. Also ich bin selbst eingeschlossen. Ja. Das sind 1500, 2000 ATK. Dann aktiviere ich die Fallenkarte Windsturm von Itaqua. Alle Monster. Auch deine? Meine auch? Alle. Auch deine. Und du die dein Gegner kontrolliert, Kollege. Die dein Gegner kontrolliert. Dann haben wir die letzten Male bei der Karte einen Fehler gemacht. Und Jägereule, Attacke auf deinen Cyberdrachen. Und, das ist natürlich jetzt scheißen Dreck, weil der hat ja auch viel zu viel Attacke. Ja, vor allen Dingen, du musst für ihn ein Monster opfern, bevor er angreift. Opfern muss ich nicht. Hm? Ich muss zurück auf die Hand nehmen. Ja, das ist noch besser. Ja, dann Nebeltalfalke, Attacke auf deinen Cyber. Ich nehme meine Jägereule zurück auf die Hand. Und beende meinen Zug. Okay, dann ziehe ich. Die fressen alle gerade von mir Chicken Wings. Ja, ist echt. Hier erstmal eine Szene von Alberto einfügen. Ich spiele meinen Cybermark. Und hole mir wieder eine Cyber- oder Kyberkarte in meiner Hand. Okay. Und ich will das Cybernetzwerk. Wieso denn das? Wieso denn das? Mach doch mal was anderes. Was anderes wäre ja langweilig. Ja, genau, weil es gleich immer das Beste ist. Ja. Lass mich raten, du legst eine Karte verdeckt. Nein, ich mach was anderes. Ich zerstöre jetzt alle meine Lichtmonster von meinem Deck, von meinem Friedhof und meinem Feld. Die entferne ich aus dem Spiel. Das Cyber Eltranin, der bekommt 500 Punkte für jedes, was jetzt aus dem Spiel entfernt wurde. Und zerstört übrigens die restlichen Monster, die sich noch auf dem Feld befinden. Das heißt, liebe Talfalke ist tschüss. Ja. Das macht aber nichts. Dann, guck mal, eine verdeckt und mit 2000 ein direkter Angriff. Jetzt? Du bist dran. Ich bin dran. Das ist eine Karte. Leck mich am Arsch. Dann. Ich muss es auch mal, das bringt mir nicht viel. Nebelteilfrage weg für Garuda Special. Dann kann ich mal Dinosaurier spezial beschwören, weil du ein Monster von deiner Hand gerufen hast. Deine Spezialbeschwörung. Jägereule als normal. Jetzt hat die wieder 2000 ATK. Ja, und konnte mal mit Dino nicht drüber und bei ihnen wäre es ein Double Kill. Ja, und das mache ich auch Selbstzerstörung. Und du bist. Ich spiele Proto-Cyberdrache und aktiviere das Cybernetzwerk. Entferne ich nochmal was aus dem Spiel. Und dann greift mein Dinosaurier deinen Garuda an. Dein Dino hat 2,7, ne? 2,5. 2,5, das sind 900 nochmal. Und damit 1100 direkt. 100, 2000, ich habe schon verloren. Du hast vorhin. 2000 auch, ne? Ja. Ja, ich habe 4000 verloren, habe noch 4000. Bin ich dran? Ja. Die Karte. Karte wird verdeckt. Aktiviere. Gutes gefiederter Stift. Zwei Windmonster von meinem Friedhof.
zurück ins Deck und eine Karte zerstören. Und ich wähle dein. Oh mein Gott, er hat mein Dino zerstört. Ich benutze übrigens den Effekt nochmal von meinem Netzwerk. Mhm. Halt. Ich bin natürlich jetzt etwas schutzloser ausgeliefert. Etwas schutzloses Infanterie. Okay, ich wähle meinen Zug. Gut. Die Feinkarte Vermächtnis von der Garasu. Ich darf eine Karte ziehen. Ich bekomme eine Zählmarke auf mein Netzwerk und spiele ein Cybertal. Und greife jetzt mit Protoss Cyber nochmal direkt an. Gut, habe ich jetzt 5100 verloren. Und dann bist du dran. Ziehe ich eine Karte. Rufe Windbildnis. Mhm. Effekt einfach nur, wenn er für ein Monster von Typ Wind als Tribut angeboten wird, ist er 2 angeboten. Mhm. Was bringt was mehr? Der hier wird nur ein Cyberdrache behandelt und das Ding, wenn es angegriffen wird, kann ich aus dem Spiel entfernen, um eine Karte zu ziehen und deine Kampfphase zu beenden. Weil eine Defense verlierst du nicht, ne? Oder so. No. Dann. Greife deinen Protoss Cyberdrachen an. Jetzt nochmal 700. Wow. Okay. Und du bist. Okay, ich ziehe. Perfekt. Cyberdrache 3. Oh, Top-Deck, Alter. Dann Reparaturwerkstatt. Ich schicke mir jetzt, da ich mindestens ein Cyberdrachen habe, das Ding hier wieder zurück ins Deck. Dann hänge ich noch den Effekt von meinem Netzwerk dran, um das Ding hier aus dem Spiel zu entfernen. Und da ich sowieso noch mal mischen musste, in meiner Reparaturwerkstatt, greife ich erstmal dein Windbildnis an, mein Cyberdrache 3. Zerstörungsgebrauch bin ich? Ja. Scheiße, kommt eine Runde zu spät. Also nächste Runde zerstört, ne? Mhm. Im Endeffekt brauchen wir jetzt Kreisesvorsicht zu machen. 5-1 verloren. Das, was ich habe, bringt nicht viel. Und was er hier so liegen hat, fickt mich ordentlich. Ja, 3 Cyberdrachen, ein Dino. Nee, das brauchen wir gar nicht weiterzumachen. Im Endeffekt deswegen. Hab ihren Bruder und Tornado-Vogel, mehr habe ich nicht. Das brauchen wir nicht weitermachen. Da habe ich jetzt nächste Runde verloren dann. Ja. Jo. Scheiße. Ja, Dimensionsgefängnis, hat auch nichts Besseres zu tun. Eben gerade habe ich besser gezogen, aber das Windeck ist ja noch ein bisschen ausbaufähig. Auch wenn ich damit ordentlich Leute ficke, aber. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Überlastfusion. Ich kann alle meine Maschinen von meinem Feld, Friedhof, aus dem Spiel entfernen, um ein Finsternis-Maschinenmonster zu beschwören vom Fusionsdeck. Und das bekommt 800 Punkte für jedes Material. Und darf dann genauso viel Monster auf dein Feld angreifen. Wie Materialien. Ich hab ja nichts Besseres zu tun. Ich danke fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Duell. Tschüss. So, und damit sind wir wieder bei einem Duell. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich meinen Anfang Standardsatz sagen muss, weil wir ja, ich nicht weiß, wie ich das alles auf hochlade. Scheißteil, entscheide dich jetzt. So, wir nehmen es einfach so. Wir haben hier den, ich komme auf deinen Namen nicht klar. Kuro. Und die Shiro, da. Schwarz und Weiß, Mann. Und ihr spielt mit was? Harpiendeck. Grabwächter. Grabwächter, schön. Ich freue mich. Und Shiros Reaktion war wieder Pordös. Ich hab die Münze schon. Kopf oder Zahn? Kopf oder Zahn? Kopf. Kopf. Ich nehm Zahl. Ey, da hat ja auch eine Mark. Kopf. Nee, sieh das jetzt. Kopf, Kopf. Ist Kopf? Nein, das ist. Ist Kopf? Super. Und ich will ein Zauberstuhl sehen! Ach, das okay, ist immer so. Okay, dann fang ich an, oder? Wenn du willst. Ja. Weil das auch voll lustig okay. war. Grabwächter Stelle, eine verdeckt, zweite verdeckt und ich spiele. Oh, das war eine miese Grätsche von ihm! Grabwächters Priesterin, sie wird als. Ja, so da kommt er von links! Sie wird auf dem Feld als Tal der Toten betrachtet,
Und alle Grabwächter erhalten 200 Attacken und Defense dazu. Und faul! Ganz dieses Faul! Das Grabwächter ist Diener, nicht Grabwächter, das Stele. Diener? Ja. Wie tun wir das? Nein, auf Stele. Nein, Diener. Ach, ist ja jetzt egal. Geh ins Kacken! Sie ist dran. Sie ist dran. Dankeschön. Bitte. Oh, sie hat Scheiße gezogen! Das bedeutet aus, aus! Ich spiele Harpien Königin. Die erstmal tief und tief und tief fällt. Arschloch. Aber sie kann fliegen, hallo? Entschuldigung. Aber die kann fliegen! Jetzt musst du Pelzi! Boah, hat man hier die Flügel gebrochen, oder was? Ist das ein interdimensionales Loch, was einsaugt? Ah. Keine Frage. Alex, Weckert noch verdeckt und beende. Arschloch. Okay, dann zieh ich und spiele Tal der Toten. Hör auf, das macht, ist nur das nächste Mal. Tal der Toten, ja. Alle Grabwächter-Monster erhalten 500 Attacke extra und Kriegfenster zu. Karten in Friedhöfen können nicht aus dem Spiel entfernt werden. Und Karten in den Friedhöfen beider Spieler bleiben von Karteneffekten unberührt, außer ihre eigenen. Du bist so ein... Und er frisst ein Chico-Wing. Nein, ein Skyling. Und der war ein Verwandter von mir. Dann spiele ich noch eine Karte verdeckt und du bist dran. Dankeschön. Ein Kaffee steht hinter dir. Ja, verspeise erstmal den Knochen. Ich spiele Vogelkopf. Nur zur Info, 500 und 200 Punkte dazu. Ja, schön. Sind 1,7. Das ist mir scheißegal. Und du verlierst eine Karte von deinem Deck, wenn du angreifst. Durch die. Ich weiß. Du bist. Okay, dann ziehe ich. Fick dich. Ich lege eine Karte verdeckt ab. Denke mein verdecktes Monster auf. Grabwächters Wache. Schick dir deinen Vogelkopf zurück in die Hand. Autsch. Dann opfere ich meine Wache, um meinen Hellseher zu beschwören. Durch seinen Effekt muss ich nur einen Grabwächter opfern, um ihn zu beschwören. Er bekommt 200 Attacke für jedes Grabwächtermonster in meinem Friedhof. Und wenn er zerstört wird, kann ich stattdessen einen Grabwächter von meiner Hand abwerfen. Und der wird nicht zerstört. So, das heißt, er hier hat jetzt eine Angriffskraft von durch die Spielfeldzauber 2,5. Dann dadurch nochmal 200 drauf. Das sind dann 2,7. Plus 200 nochmal durch den einen Grabwächter sind wir bei 2900. Und ich beende meinen Zug. Und ich bin dran. Ich? Oh, ein bisschen. Ich lege am Monster verdeckt und du wirst. Ich ziehe, spiele meinen Grabwächter als Attentäter. Jetzt greift meine Grabwächterspriesterin an. Und der Vogelkopf ist da. Ja, und da als Ergebnis eines Kampfes zerstört wird, darf ich eine Harpienkarte aus meinem Deck meiner Hand hinzufügen. Kannst froh sein, dass der Effekt zählt halt. Ja. Ich spiele Harpie 1. Mhm. Und muss mein Deck anschließend wieder mischen. Ja, dann beende ich mal den Zug. Danke, weil ich gerade mische. Sehe ich? Super! Scheiße da. Ja, ich bin gerade versteckt und du bist dran. Ich bin schlau. Drillago. Autsch. So, Priesterin Angriff. Look. Danke. Jagdgründe der Harpien. Harpie 1. Metallischer Reflektorschleim. Schön. Vornehmer Egoist. Harpienschwestern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann rüste ich meine Harpienschwester noch mit Cyberschild aus.
Ich habe vergessen, was zu trinken zu nehmen. Kriegst dadurch 500 Artikel mehr und dadurch 300 und dadurch 200. Also 1000 drauf. Das sind 2950. Können das vier sein? Lege noch eine Karte verdeckt. Und da müsste ich dann erstmal eine Karte schmeißen. Ja, die oberste von dem Deck verlierst du, wenn du angreifst. Und das für jeden einzelnen Angriff. Das gefällt mir gerade gar nicht. Karte muss ich loswerden. Du bist erstmal dran. Ich ziehe. Fliege! Es gibt nicht genug Platz für uns beide auf diesem Körper. Der echte ist das keine Gefahr. Das Ding da hinten hat auch über 1600 Attacke, deine HP 1. Ne? Echt? Ja. Drelago, direkter Angriff. Da deine beiden Monster über 1600 Punkte haben, darf er dich direkt angreifen. Autsch. Mit 1600. Autsch. Und du bist dran. Ich würde erstmal ein paar seiner Monster zerstören. Scheiß mal auf die Karten. Vornehmer, du bist Harpchenschwestern, dann beschwöre ich noch Babyspieldrachen der Harpchen. Wunderschönes Feld. Ja. Vor allem, weil du die jetzt nicht mehr angreifen darfst. Und ich kann jetzt einmal pro Zug eine Karte auf deiner Seite zerstören, weil ich drei Harpchen habe. Ja, ich weiß auch schon, welche du nimmst. Ja, du bringst jetzt 2400. Mhm. Und kann nur als Angriffsziel bestimmt werden. Ja. Und dadurch hat er nochmal 200 mehr. Und dadurch nochmal 300 mehr. Nee, dadurch hat er nichts mehr. Dadurch hat er noch mehr. Sind 2400 minus 300 sind. 2,7? 2,7, ja. Ja. Und Kassikanzler schon hast du gerade gesagt, ne? Ja. Es gibt zwei Stück, die ich jetzt auf diesem Feld loswerden wollen würde. Drei sogar. Oh ja. Aber einen kannst du durch Angriff zerstören. Und die andere kann warten. Ja, mehr oder weniger. Also, als ich das einmal pro Spiel zu kann, so störe ich dir erstmal dein Grab durch das Diener da hinten. Genau. Danke. 295. Es gibt einer, der mich gerade extremst annervt. Mhm. Das ist die Fliege, ne? Ich auch. Ich greife erstmal. Ach, der hat ja noch zweimal mehr. Ach Gottchen. Egal mit was, aber greif an. Ich habe die ganze Zeit wieder den Zweiteffekt davon vergessen gehabt. Ich hätte die ganze Zeit schon Zauber und Feindkeiten noch zerstören können. Ja, ach, kannst du nicht. Ach, stimmt, geht nicht mehr. Nur wenn Hafen spielt. Ja, ich habe die eben noch spezial beschworen. Ja. Also habe ich vergessen. Ja, musst du direkt aktivieren dann. Mhm. Und deswegen. Naja, ich vergesse den zweiten Effekt gerne. Jetzt mach was! Ja, jetzt lass mich erstmal überlegen. Mit 2150 greife ich den an. Okay, das Ding hat 1600. Verlierst du erstmal schon? Ja, 550, 650. Wie viel hat die? Nein. 550. 1, 2, 200 Punkte. Jedes Grabwächter Monster. Ich muss dann dauernd rechnen, das ist gerade sehr fies. Ja, Shiro, wir wissen, dass du Probleme mit Mathe hast. Hör auf, jedes Mal deine Probleme auf andere zu projizieren. Du solltest immer so über andere reden, wie du eigentlich selbst bist. Ja, ich habe mich auch alle lieb. 1800, mit 1800 auf 10. Dann verliere ich 100. Das sind 650. 1,5. Oh ne, der hat ja mehr. 2,4. Gott, dieses Rechnen, das macht mich gerade wahnsinnig. Kann ich auch nichts für. 1, 2, 2, 4. 2, 4. 2. 7. Es hat 2,7. Mhm. Und es hat 2,95. Mit 2,7 auf deiner Priesterin. Okay. Hast du noch Handkarten? Ja, die eine. 2,7, warte mal. Ich versuch's mit 2,95 auf den. Muss ich mal kurz sehen, ich habe drei Grabwächter im Friedhof.
Autsch, stimmt, da war was. Das sind 600 Punkte dazu. Wow, 2,6. Dann greife ich mit 2,95 an. Aber wie hast du denn bei dem 1,5 jetzt? Der hatte 1 und der hatte 2,7. Der hatte ich als 200 Punkte extra. Das ist ein Grabwächter. Ja, wie viel hat er dann insgesamt gerade gehabt? Das Ding 1,2. 1,2 und dann 2,7, das sind 1,5, plus diese 650, das sind 2,150, plus wie viel jetzt? Das sind, das Ding hat unsere Seite der Zerstörung 2,600. 2,150 minus, plus, merkt ihr mal, 2,150, 2,700, das hat 2,950, das sind 250, 2,750, wie gesagt, 2,900 hat er verloren jetzt. Gut, haben wir es jetzt. Meine Fresse. So, bin ich dran? Bin ich, ja. Warte mal, wie viel hat dein Spieldrache? 2,7. Du bist knapp 100 ATK, bist noch in der. Wie viel hat die Harpia 1? Die hat 1,8. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Das ist übrigens mein schwächstes Monster momentan auf der Welt. Ich weiß. Ich beende meinen Zug. Danke, also bin ich dran. Ich lege eine Karte verdeckt. Das Ding hat 3000. Das war mir irgendwie klar. Ja, du hast 100 Punkte Distanz noch. Mein ATK ist noch Distanz. Ja. Der hat 2950. Die hier. 2950. Das heißt, 100 Punkte Distanz ist noch zwischen euch. Ja. Muss ich erstmal wieder beenden. Okay, Spiel 1-3. Ich hätte hier eine Karte zerstören, wenn ich muss. Richtig. Babyspieltreffer. Richtig. Ich vergesse einfach mal die Effekte, das ist mies. Ich aktiviere Tempel der Königin. Oh nein. Opfere meinen Reflektorschleim für meinen Anführer, der Grabwächter. Und kann durch seinen Effekt den Grabwächter zurückholen. Ach Gott. Jetzt mache ich mal was komplett Schwachsinniges und greife mit meinem Anführer deinen Babyspieldrachen an. Zwei hat er schon verloren, jetzt verliert er. Das Ding hat 1,9. 1,9, 800, das sind 3,7. Und jetzt greift das Ding an. Das Ding hat 2,8 jetzt. 2,6, 3,6, plus 2,8, 5, 6, 4. Na gut, dann bist du das mal. Danke. Die Karte ist gerade völlig süß. Hallo, da ist ein Loch drin. Da ist ein Loch drin. Bei mir auch, aber wir haben keinen Kaffee mehr. Dann braucht der nochmal welchen. Ich meine, der kann das. Ich glaube an dich. Schon geschissen, im wahrsten Sinne des Wortes. Leute, ihr seid das gerade mal sehen. Die reden auf mich ein und ich einfach noch nein, nein, nein. Das ist. Mach Kaffee! Das ist doch der Scheiß. Das war keine Frage. Das war ein Befehl. Das war ein Befehl. Du weißt, du kannst immer noch eine Karte. Wo ist mein Ausbilder? Ich sehe den nicht. Was hast du denn Ausbilder? Du bist ein Bimbo. Du bist auch kein Ausbilder. Seit wann muss man Ausbildung machen zum Sklaven? Ihr ja, könnt mich alle was gerne. Ich zerstöre meine Harpie. Zerstöre den Tempel der Könige. Ein Dummy? Ja. Mit meinem. Mit dem Effekt von meinem Babyspiel dran zerstöre ich dir den. Ich kann eine Karte zerstören, da ich drei oder mehr Harpien auf dem Feld habe. Ja. Allein durch die Karten der Harpien-Schwester hast du schon drei Harpien. Attacke? Das ist nicht wie in der Attacke? Serie. Attacke, Attacke, Attacke. Schade, ich habe eigentlich gehofft, du zerstörst sie hier. Dann wäre nämlich sofort. Und das hatte ich in der Liege. Das hätte dir nichts mehr gebracht. Nächsten Zug hätte ich alles platt gemacht bei dir. Ja, aber so habe ich. Nächsten Zug, ja. So. Aber so habe ich gewonnen! Uhu! Na gut. Ah!
Nicht deine Hand zerquetschen! Ich hab doch nicht mal zugedrückt! Meine Mitthandknochen spinnen rum. Das ist echt genial! Schön, ja, auch zu jammern! Du bist eine Siegerin, fängst an, Vater zu jammern! Schön, sonst machst du allen Siegerinnen, machst du grad, Gut, ja, das waren bis jetzt eigentlich alle Duelle, die wir jetzt machen mussten. Und ich freue mich total. Die anderen werden random. Jetzt kommt Monopoly rüber, sonst gibt's keine Schläge. Ja, okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ansonsten sehen wir uns auch nochmal online. Ansonsten schrottet alles in die Kommentare und so. Schrott! Yay!